Willkommen zurück zu Let's Play Sims 4, Gruppenprojekt. Immer schön einmischen. Ja. Das ist für die Leute, die den Stream gucken, immer ein bisschen verwirrend, glaube ich, wenn der Stream so immer so aus an, alle Viertelstunde aus an. Das ist, geht einfach nicht wirklich anders da. Sonst kriege ich das mit dem Cutten nicht ordentlich hin. Das mit dem Stream ist ja nur so ein Zusatzfeature. Chance wahrnehmen, anderes Kind schicken. Nehmen wir mal die Chance wahr. Leistungsverschlechterung von Sophie. Yay. Herrlich. Mit dem Stream wird aber bald mehr passieren. Denn Ende März ist angedacht, dass es mit Harvest Moon Geschichten zweier Städte für den 3DS endlich losgeht. Wer bist du denn? Halt mal still. Wer bist du? Das ist ein fremder Mann in unserer Küche, der aufräumt. Ist das unsere... Haben wir Haushaltshilfe? Ja, Maurice hat sich das mit der Haushaltshilfe anders vorgestellt, hä? Rechnung, okay. Aber Marina soll sich erstmal ausschlafen. Ich glaube, das ist eine Haushaltshilfe. Weil warum sollte sonst ein fremder Mensch in unser Haus kommen und aufräumen? Es wäre toll, wenn das immer so laufen würde, aber dann würde es bei mir auch anders aussehen. Ja, es steht viel an in nächster Zeit. Ja. Also streamtechnisch soll es mit Harvest Moon Geschichten zweier Städte 3DS ein bisschen... Okay, schon Geburtstag? Naja. Ein bisschen was passieren. Einfach aus dem Grund, dass... Ja, tatsächlich unsere Haushaltshilfe. Dass ich euch da ein bisschen interaktiver mit einbinden möchte. Vor allem da... ja... Es wird erwartet... Hier hat auch schon wieder jemand seine Hausaufgaben vergessen. Das ist doch unfassbar. Kann ich die dem noch schnell... Nee, ins Inventar packen kann ich die ihm nicht mehr. Also ab Ende März läuft ja Minecraft an. Deswegen wollte ich noch bis dahin warten, damit die Leute, die dann neu dazukommen, da werden ja so ein paar Leute, denke ich mal, dann rüberkommen, die das Minecraft-Let's Play jetzt bei Markus gucken und die wollen dann vielleicht auch das ein oder andere Projekt hier gucken. Und dann habe ich gedacht, bevor die dann irgendwie den Anschluss verpassen bei Harvest Moon, warte ich die paar Tage halt noch ab und lasse das so ungefähr zeitgleich mit Minecraft dann anlaufen. Dass auch die Leute dann eine Chance haben, sich interaktiv dann im Stream ein bisschen zu beteiligen. Ja. Was so die Projekte angeht, die jetzt pausiert sind. Welche sind das eigentlich? Zombie U? Und ich meine Harvest Moon Wonderful Life. So, das ist beides im Moment ein bisschen schwierig, weil meine dazugehörige Hardware, da muss ich erstmal gucken, wie ich das jetzt hier alles aufbaue, nachdem ich ja jetzt mit dem Rechner umgezogen bin an einen anderen Tisch. Davor hatte ich alles auf dem Drucker stehen, direkt an der Steckdose, jetzt steht das alles mitten im Raum. Und da bin ich froh, dass ich überhaupt so viel Strom gerade hab von der Steckdosenleiste her, dass das ganze Ding hier läuft. Was ist das eigentlich für eine geile Farbkombi von den Stühlen? Die war doch, glaube ich, schon fertig so zusammengestellt, ne? So, Essen. Achso, sie schläft schon, okay. Irgendwie deine Hausaufgaben. Die liegen da immer noch rum. So, mach die mal. Was ist denn mit ihm? Er ist so übellaunig. Fehlt der Spaß. Sie schläft, er schläft. Sie ist gut drauf, dann kann sie jetzt einfach mal, nachdem sie gegessen hat, was malen. Auf, schneller. Zeichne ein paar Formen.
Doch. Okay. Was ist mit ihm? Das sieht doch ganz passabel aus. Konzentriert ist er auch schon. Oh, bezahl mal schnell deine Rechnung und dann tust du ein Virus programmieren. Sie hat ihre Tagesaufgabe abgeschlossen. Futter mal ein bisschen was. Auch wenn deine Hüften sagen, verzichte lieber, aber wer Hunger hat, der muss halt essen, ne? So. Was auch erstaunlich ist, man sieht von hinten, also wenn man mich wirklich so anguckt, dass man wirklich senkrecht auf meinen Rücken schaut, man sieht überhaupt nicht, dass ich schwanger bin. Das ist phänomenal. Aber wie, ich drehe mich rum. Ich habe mega den Bauch. Das ist alles nach vorne. Ja, von hinten sieht man nichts und von der Seite sehe ich einfach aus, als ob ich jeden Moment werfen würde. Das ist... boah. Hausaufgaben fertig, ja. Was auch so eine Sache ist, die mir vorher nicht klar war, also ich habe ja mit allem gerechnet, dass mir alles Mögliche wehtun wird, was ja auch so ist. Damit habe ich mich ja vorher schon abgefunden, dass das so sein könnte und wahrscheinlich auch sein wird. Aber was ich nicht gedacht habe, ist wirklich dieses Phänomen, dass man einfach, weil das Kind so viel Platz wegnimmt im Bauch, man keinen Platz mehr hat für Essen. Aber man hat Hunger. Und dann stopft man sich mit Essen voll. Und dann isst man wirklich so, wirklich, ohne Mist. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr wirklich zu viel gegessen habt und so kurz vorm Überlaufen seid. Wenn wirklich ihr das Gefühl habt, wenn ihr jetzt einen Schluck Wasser trinkt und ihr würdet euch dann hinlegen, das würde einfach wieder rauslaufen. So ungefähr. Also das praktisch gar nicht im Magen ankommt, weil man einfach so randvoll mit Futter ist. So, und das aber in Verbindung mit Hunger haben. Ja, man hat Hunger und trotzdem fühlt man sich, als ob nichts mehr reinpasst, als ob sich das Essen praktisch in der Speiseröhre stapelt. Das ist, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist einfach nur scheiße. Dann liegt man abends im Bett und ist kurz vorm Platzen, ja. Vor allem, wenn man liegt, dann ist das nochmal schlimmer, dieses Gefühl von, oh Gott, ich kann mein Essen nicht drin behalten, wenn ich mich auf die Seite lege, einfach weil ich randvoll bin mit Essen. Aber gleichzeitig Hunger haben. Das ist echt scheiße. Naja. Und ich habe mich im Prinzip, ich bin echt gerade dabei, mich damit abzufinden, dass wir das Geschlecht einfach vor Juli nicht erfahren werden. Weil wir haben ja alle 4 Wochen Termin. Und so als kleiner... Oh, alle am Schlafen. Alle zufrieden und glücklich, oder wie? Wundervoll. Nee, da springt schon wieder einer aus dem Bett. So, Junge, und schon mit der Prostata-Problem, hä? Naja. Also normalerweise sind nur 3 Ultraschalluntersuchungen im Preis mit inbegriffen sozusagen. Also ist nicht all inclusive, sondern nur 3 Untersuchungen. Und bei der ersten kann man schon mal eigentlich davon ausgehen, die ist irgendwann vor der 12. Woche. Und da kann man überhaupt nicht sehen, was es wird. Ja, das ist dann einfach meistens nur so ein Fleck. Ja. Also, auf Facebook könnt ihr ja mal gucken, da habe ich ja ein paar Bilder hingestellt. Jetzt nicht alle, weil ein paar, da erkennt man auch manchmal nichts drauf. Wie auf dem letzten zum Beispiel, da sind einfach nur Hände und Arme. Weil es einfach die Hände vors Gesicht hat und sich gedacht hat, so, Edge heute nicht. Es war am Anfang wirklich nur ein pulsierender Zellklumpen. Ja? Das ist einfach so ein Blob mit Herzschlag. Da kann man einfach nicht erkennen, was es wird. Und dann, dann war das nächste. Da war dann schon praktisch alles dran. Also da waren schon Ärmchen und Beinchen und Hände aber, glaube ich, noch nicht. Und dann konnte man auch noch nicht wirklich was erkennen. Das war dann dieser normale, reguläre erste Termin.
wo man sowieso eigentlich sagen muss, man erkennt noch nichts. Also, wenn noch nicht mal die Hände und Arme ausgebildet sind, dann kann man nicht davon ausgehen, dass die Geschlechtsorgane schon da sind. Ich muss ja sagen, bei Sims zum Beispiel weiß man ja sowieso auch nie, was es vorher wird. Aber da dauert das Ganze auch nur 3 Tage und dann ist die Neugierde schon befriedigt, weil dann sind die Kinder ja auch da. Platziere es mal im Inventar. Du malst jetzt nämlich noch eins. Fahrzeuge. So. Die Kinder sind alle wach, die Kleinen, ne? Das ist dieses Phänomen. Die Eltern beschweren sich immer, dass ihre Kinder alle so früh aufstehen, ja? Dass sie schon um 5:30 aus dem Bett fallen. Ja, auch als Kind. Ich meine, man braucht keine 10 Stunden Schlaf. Und wenn man die Kinder um 8 ins Bett steckt, dann kann man froh sein, wenn die erst um 6 Uhr aufstehen morgens. Es ist einfach eine Tatsache. Manche Leute stärken ihre Kinder schon um 6 Uhr abends ins Bett. Ich weiß gar nicht, was sie dann denken. Von 6 Uhr abends bis 6 Uhr morgens sind es sogar 12 Stunden. Ich habe als Kind keine 12 Stunden geschlafen. Und wenn man sich dann auch nicht so gut selber beschäftigen kann mit noch lesen oder so, wenn man vielleicht noch nicht richtig lesen kann oder keinen Bock hat, weil vorgelesen kriegen einfach viel bequemer ist, dann steht man halt nachts um 5 auf und spielt Lego, ne? Naja. Aber man kann, was ich sagen wollte, neben den regulären Terminen noch selber Ultraschall machen lassen und zahlen. Also auf eigene Kosten eben. Wieso kann der... Achso, er kann es reparieren. Na, sie kann es auch mal reparieren. Und bei Wasser kann ja nicht so viel passieren. So. Klappt's? Weiterlaufen. Yay, Leistungsverbesserung. Das ist unsere Haushaltshilfe. Juhu. Ja. Das heißt, im Prinzip, wir hätten jetzt eigentlich nur noch einen Ultraschall, wo wir sagen können, okay, entweder wir kriegen es jetzt raus oder wir kriegen es nicht raus. Und so wie unser Kind sich benimmt, kriegen wir es dann eher nicht raus. Das heißt, entweder wir sagen, okay, wir machen jetzt noch, wir nehmen jetzt noch eine Chance wahr, wo wir es dann selber zahlen und lassen nochmal gucken. Ja, jetzt in 4 Wochen wäre das dann der Fall. Oder wir lassen es und warten jetzt nochmal, ob wir es in 8 Wochen sehen. Ja. Ist halt so die Sache. Ansonsten spätestens Juli wissen wir es. Weil dann können wir selber nachgucken. Ach, das ist nämlich echt, das ist so typisch, ja. Es ist so typisch. Einfach so typisch. Unser Kind ist einfach furchtbar frech. Und das, obwohl es noch nicht mal da ist, sozusagen. Ja. Ah, das ist phänomenal. Aber dafür habe ich sonst keine Schwierigkeiten. Nur das mit dem Essen ist halt gute Noten. Melly ist eine Zweierschülerin. Oh, alle haben hier gute Noten abgestaubt, oder was? Grundschule. Schulische Leistung. Wo steht jetzt hier die Note? Halt eine Fähigkeit, um Level 4 zu erreichen. Was? Ich glaube, die meinen eine Fähigkeit auf Level 4 bringen. Ne? Ja. Das hatten wir ja in den letzten Folgen schon mal angesprochen, die jetzt länger her waren, dass dass sie da was geändert hatten. Das war ja vor, ich glaube, 4 Fähigkeiten Level 4. Das war ein bisschen heftig, aber das war, glaube ich, bei dem hier. Ne? Ach, sie soll inspiriert zeichnen. Ja, das... Dann dusch mal nachdenklich. Dann wirst du auch inspiriert.
So, was ist mit dir? Du sollst programmieren, dann programmier mal. Da. Duschen kannst du auch noch später. So, du bist jetzt inspiriert und kannst jetzt schön zeichnen. Hoffentlich gilt das auch für den Abschluss nur des Bildes, weil wenn ich von Anfang hätte inspiriert sein müssen, dann gestaltet sich das jetzt nachträglich als schwierig. Zählt halt erst ab dem nächsten Bild. Ein Kind eine beliebige Fähigkeit maximieren lassen, okay. Ja, ich habe gerade keinen Erwachsenen frei, der vorlesen kann. Du machst mal Hausaufgaben. Du machst auch mal Hausaufgaben. Du auch. So. Marinas Bedürfnisse müssen mal erfüllt werden. Die muss nämlich dann bald zur Arbeit, oder? Nee, die hat heute frei. Okay. Immerhin. Warte. Das ist gut, dass du noch inspiriert bist. Nimm mal das Bild da weg. So, und dann mal nochmal Form. Also manche Bewegungen der Sims hat man echt das Gefühl, die sind unnötig. Die stehen dann auf, also legen das Blatt hin, stehen auf und dann setzen sie sich dahin. Ich weiß nicht. Belohnungsstore. Bonusmerkmale, mit denen du die Lebensqualität deiner Sims verbessern kannst. Was zum Geier? Ach so, das ist dieser Kram. Alles viel zu teuer. Wie viele Punkte haben denn hier unsere... Oh, Marina hat viele. Wahrscheinlich wegen der ganzen Kinder. Blitzleserin, Mentorin. Ah, muss aber Level 10 was haben. Selbsthergestellte Objekte teurer verkaufen. Ja, sie ist ja jetzt nicht so diejenige, die was selber herstellt. Puh. Das andere ist alles schon zu teuer. Naja. So, wie sieht's denn aus hier? Mach doch mal dein Essen fertig. Hast jetzt ernsthaft nur eine Portion gemacht? Du bist ja echt ein Egoist hier. Hast vier Kinder und einen Mann und machst nur dir zu essen. Okay, er duschen. Ja, das ist okay. Wieso schläft er im Elternbett? Sollte er nicht Abendessen machen? Okay. Kochen. Achso, er kann irgendwie nicht so gut viele Rezepte. Dann macht er jetzt noch schnell die Familiengröße und dann die Kleinen schlafen alle schon. Sie will sich einfach nur unterhalten, das ist auch okay. Na gut, dann schauen wir mal, wie es in der nächsten Folge so läuft. Wir müssen weiterhin an unserer Familienkasse arbeiten, dass wir endlich mal umziehen können. Das ist echt Katastrophe. Also, bis zum nächsten Mal.